Ja, vorstellen. Nö, das mache ich jetzt. Das machst du gut. Ja, ich stehe jetzt hier mit dem Bernd von Elektromobilität Nord e.V. Elektromobilität genau. Nord e.V. Und er möchte mir jetzt ein bisschen über den Verein, der dieses Treffen hier in Dille organisiert, erzählen, wo ihr herkommt, wo die Idee herkommt. Ja, gerne. Bitte. Gerne doch. Also wir haben letztes Jahr im November den Verein gegründet. Im Februar sind wir dann komplett eingetragen gewesen mit der Gemeinnützigkeit und allem, was dazu gehört. Hintergrund ist einfach, dass wir über die Stammtische, die wir hier im Norden in Sehende, in Hamburg haben und oben im Norden in Neumünster, doch immer sehr viele Treffen organisiert haben, jeder mal für sich. Und problematisch war es dann, nachdem wir hier in Dille angefangen haben, jetzt vor 4 Jahren, wir haben ja heute Dille 4, wir haben natürlich angefangen mit Dille 1, voll selbstverständlich. Und dort war es halt ein Problem, irgendwann, wir kommen Richtung 100 Autos und mehr und es ist ja auf den Videos von dir wahrscheinlich auch zu sehen, der Parkplatz ist ziemlich voll und es kann doch immer mal was passieren. Und es ist einfach ein Haftungsproblem. Der Roland, unser erster Vorsitzender, hat das früher alles alleine gemacht, in Eigenregie. Und wenn etwas passiert wäre, hätte er selbst gehaftet. Und das geht einfach nicht. So, und dafür haben wir dann gesagt, wir gründen einfach den Verein, um diese Treffen zu organisieren. Und auch aus dem Grund, dass wir, auch wenn wir in der Außenwirkung auftreten, einfach als Verein besser wahrgenommen werden. Ist ganz wichtig, wenn man irgendwo hingeht und sagt, ja, ich komme ja von einem Stammtisch und ich habe da mal eine Frage E-Mobilität, können wir euch unterstützen? Da lachen sich alle tot und sagen, ja, Stammtisch, ne, sauft ihr mal euer Bier und gut ist. Ne, aber wenn man jetzt kommt und sagt, hier, wir haben einen Verein gegründet, Elektromobilität Nord, und wir möchten was und wir haben da Interesse dran, was zu machen, ist das was ganz anderes. Und wir merken das jetzt auch mit dem, was passiert mit der Reklame, mit der Vernetzung, die wir haben mittlerweile schon in viele Institutionen, dass die Anfragen sich doch vermehren und häufen, weil wir sind im Moment, wir könnten eigentlich Sonnabend, Sonntag, Freitag dazu nehmen, jedes Wochenende unterwegs sein, Treffen unterstützen und wir müssen dann mittlerweile aussuchen, was wir auf die Reihe kriegen. Ja, und Ziel ist es einfach, die Elektromobilität weiterzubringen. Wir haben ganz klar im Verein definiert, dass wir händlerneutral oder herstellerneutral sind. Das heißt, man sieht es hier ja auch, es sind wirklich alle Autos da. Wir haben bei den Treffen keine Händler dabei. Wir sind alle Privatpersonen. Wir bringen unsere eigenen Autos mit, bringen unsere eigenen Erfahrungen mit ein und wollen halt die Leute dazu bringen, sich auch ins Auto zu setzen und dann mal eine Runde mitzufahren. Ja, viele haben eine Versicherung, wo auch jemand anders fahren darf, aber da haben wir festgestellt, bei den ersten Versuchen, E-Mobilität muss man doch probieren und so dicht wie das Gelände besetzt ist, dann tritt mal einer aus Versehen etwas doll drauf und dann knallt's. Da hatten wir eine kritische Situation, deswegen haben wir gesagt, nein, wir machen nur Mitfahrten, das war einfach zu riskant. Und wir wollen halt, wie gesagt, die Begeisterung, die wir alle im Blut tragen, bei der Elektromobilität weiterbringen an alle, die Interesse dran haben. Ja, ich hatte ja gerade auch schon das Vergnügen, den 500e von einem Teilnehmer zu fahren. Und, schmuckliges Auto. Ja, und vor allen Dingen, wenn es dann Leute sind, die vorher sich noch nicht mit der E-Mobilität beschäftigt haben, das hatten wir letztes Jahr, als wir mit dem Model X aus Wuppertal hier waren, da haben wir eine ganze holländische Familie in das Auto gepackt und die sind dann einmal komplett rauf und runter gefahren und der Vater war so begeistert. Ja. Und allein deswegen sind die Treffen schon super. Ja. Von daher, von meiner Stelle aus, vielen Dank für die Orga. Gerne doch.